Hi, dear church. Hallo, liebe Gemeinde. Nice to see you again. Es ist schön, euch wiederzusehen. In this month of June, we learn about the end time. In diesem Monat Juni lernen wir über die Endzeit. The eschatology is the study of the last things. Eschatology ist die Lehre der letzten Dinge. But we learn eschatology not for our head knowledge or to make us afraid of tribulations. Aber wir lernen das nicht, um einfach nur ein Kopfwissen zu haben oder uns selber zu beängstigen. Or to make us afraid of Antichrist. Oder dass wir uns beängstigen vor dem Antichristen. No. Nee. But we learn about the end time, so we will really know where we are right now in God's timeline. Aber wir lernen über die Endzeit, damit wir wirklich wissen, wo wir gerade stehen, und zwar in Gottes Zeitplan. It's a wake-up call for us. Es ist ein Aufweckruf. So we will be awakened and not squander our life and get ready to accomplish God's great commission. Dass wir wirklich aufwachen und nicht unser Leben verschwenden, sondern wirklich bereit sind, seine Mission zu erfüllen. And we already learned last Sunday about the rapture. Und letzten Sonntag haben wir bereits über die Entrückung gelernt. It will happen after the tribulations, after the Antichrist is revealed. Es wird passieren, und zwar nach der Bedrängnis, nachdem der Antichrist offenbart wurde. The rapture takes place when Jesus returns. Die Entrückung findet statt, wenn Jesus kommt. And this Sunday we will learn about the Antichrist. Und diesen Sonntag lernen wir über den Antichristen. Who is the Antichrist and what is the sign of the Antichrist? Wer ist der Antichrist und was ist der Antichrist? But don't be afraid with Antichrist, because the Bible said to us here in 2 Thessalonians 2, verse 8. Aber habt keine Angst vor dem Antichristen, denn die Bibel sagt uns in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 8. And then the lawless one, this the Antichrist, will be revealed, whom the Lord, this Jesus Christ, will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Und dann wird der Gesetzlose, das ist der Antichrist, offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. So here we can see, when Jesus returns and he will destroy the Antichrist with his breath and his brightness. Very easy. Und hier steht ganz klar geschrieben, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er den Antichristen zerstören und er durch den Hauch seines Mundes und seiner Herrlichkeit. So, we will see more and more in detail in the next coming Sunday. Und wir werden mehr dazu lernen, und zwar am kommenden Sonntag. Please don't miss it and see you on Sunday. Also bitte verpasst es nicht und wir sehen dich am Sonntag. God bless you. Gott segne dich. Amen. Amen.